Ja, wir haben uns jetzt in den letzten Wochen am 18. August mit den Wettelburger, mit dem neuen Wettelburger Bürgermeister Herrn Wink getroffen, der Vorstand vom lebenswerten Auenland. Und ich hatte ihn angerufen und wollte ihm informieren, wie das Gutachten ausgefallen ist über Details und letzten Endes hat die Gemeinde Wettelburg dieses Gutachten mitfinanziert. Dabei bei dem Gutachten, ging ja über 40 Tage, haben wir letzten Endes als Ergebnis, dass diese Fläche nicht bebaubar ist, nicht seriös bebaubar ist. Wir haben dort eine Vielzahl von Großvögeln, die schlaggefährdet sind. Ganz vorne natürlich die Störche. In dem Jahr des Gutachtens hatten wir 120 Störche. Mittlerweile sind wir bei 150. Das ist eben die größte Storchenkolonie Schleswig-Holsteins. Also bisher hat die Gemeinde Wettelburg und auch Gemeinde Hitzhusen sich gegen diese Fläche ausgesprochen. In Wettelburg gab es 2009 einen Bürgerentscheid, der dann gegen Windkraft oder wo die Menschen sich gegen Windkraft ausgesprochen haben. Und aufgrund unseres Gutachtens, was wir erstellt haben, haben die Gemeinden, was die Gemeinden auch mitfinanziert haben, haben sie sich eben immer dagegen positioniert und waren sehr überrascht, wie Herr Wink sich da geäußert hat in diesem Gespräch. Ja, man wacht nicht auf und denkt an einen Rotmilan, sondern man wacht auf und denkt an die Rechnung, die man noch zu bezahlen hat. Im Grunde hat er ganz klar gesagt, Arten, Naturschutz, das ist nicht sein Thema, sondern es geht darum, dass die Gemeinde natürlich dann auch viel Geld erhält und dass für ihn das Wirtschaftliche im Vordergrund steht. Ja, hat das so dargestellt, dass die Wahl, er ist ja gewählt worden, er hätte auch die Mehrheit, das habe ich nicht ganz verstanden, wenn man 4 Sitze von 11 hat, das ist für mich ja noch nicht die Mehrheit. Und im Wahlkampf hat er das wohl so dargestellt, dass er für Windkraft sei und hat das so ein bisschen dargestellt, als wenn das auch eine Abstimmung über Windkraft gewesen wäre. Und die Legitimation nimmt er aus seiner Wahl heraus. Das ist die Grundlage. Verrückt, weil er jetzt 180 Grad in die andere Richtung jetzt geht. Und da waren wir ein bisschen überrascht drüber. Ja, das ist schlecht, weil das natürlich auch Voraussetzung für die Genehmigung ist, dass die Gemeinde ihr Einvernehmen erteilt. Und wie ich jetzt hörte, hat er das wohl auch schon gemacht. Aber nicht so, wie man denkt, im Gemeinderat besprochen, weil wenn man den Kurs wechselt, hätte ich jetzt gedacht, dass man dort im Gemeinderat das einmal diskutiert. Ich glaube, das hat er ganz alleine gemacht und selbst entschieden, kann er wohl, ist dazu berechtigt und hat das in die Hand genommen und hat das Einvernehmen erteilt. Ja, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber er hat sich eben so dargestellt, dass er sehr stark für die Windkraft sei. Und er hat auch dann noch eine Geschichte erzählt, da war ich auch ein bisschen zum Schluss. Als er 2017, meine ich, nach Wettelburg gezogen ist, da wollte er selber auf seinem Grundstück ein Storchenhorst aufstellen. Das hat ihn aber Herr Schön, also unser Storchenvater aus Hitzhusen, hat ihn davon abgeraten und wollte das nicht unterstützen. Ja, und jetzt hat man so das Gefühl, da ist noch eine kleine Rechnung offen mit Herrn Schön. Also jetzt hat er das erteilt, das Einvernehmen. Das ist Grundlage für die Baugenehmigung. Und das kann dazu führen, dass diese Entscheidung jetzt zu den Windrädern führt. Ja, wir werden weiterkämpfen. Die Gemeinde Hitzhusen hat sich weiterhin dagegen ausgesprochen. Macht die Sache natürlich jetzt nicht leichter, aber für uns geht es weiter. Wir sagen, okay, auch wenn das genehmigt wird, wollen wir schauen, was dann noch juristisch machbar ist.
Ja, das ist eine Seite aus unserem Gutachten. Und hier kann man erkennen, hier sind die Windräder, sind die geplanten Windräder und hier drumherum sind die ganzen Horste. Das hatte ich Herrn Wink gezeigt, gesagt, Mensch, ob das, wie er das so sieht. Und dann hat er mir ganz trocken, hat er uns dann gesagt, dann wird sich wohl innerhalb von ein paar Wochen das alles von alleine erledigen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.